Haftanstalt Luckau-Duben, das größte und modernste Gefängnis in Brandenburg und das einzige, das weibliche und männliche Gefangene aufnimmt. Von 329 Haftplätzen sind momentan 65% belegt. Eine Justizvollzugsanstalt ist ein komplexes System, vergleichbar mit einer Kleinstadt. Sämtliche Lebensbereiche wie Wohnraum, Schule, Arbeit und Freizeitaktivitäten werden abgedeckt. Gefangene und Mitarbeiter der JVA bilden gemeinsam eine Zwangsgemeinschaft. Grundsätzliches Ziel eines Gefängnisses ist das Resozialisieren der Insassen, um sie zu befähigen, ein Leben ohne Straftat nach ihrer Entlassung in sozialer Verantwortung zu führen. Doch wie fühlt man sich, wenn man vorerst sein Leben nicht mehr selbstbestimmt leben kann? Man befindet sich in einem riesengroßen Gefühlschaos, wirklich in einem absoluten Strudel von Auf und Ab. Also zu Anfang habe ich sehr, sehr große Probleme gehabt. Sehr große psychische Probleme, gesundheitliche Probleme. Man hat das Gefühl, man ist völlig aus seiner Welt rausgerissen, völlig bodenlos. Man weiß nicht, wo es ein Anfang, wo es ein Ende ist. Dann hatte das anfangs natürlich sehr schwierig. Also immer auf andere angewiesen sein, die ihn halt aufschließen und bevormunden. Da kommt man natürlich die erste Zeit nicht so richtig klar mit. Und da eckt man natürlich auch ziemlich oft an. Hat es lange gedauert, bis es geklappt hat? Alles. So, ja, eigentlich. Da hat dann so, wo ich dann auf diese Station hier kam, da hat er dann angefangen, weil hier auch dann mehr mit ihnen gearbeitet wurde und so. Da ging es dann relativ schnell. Also so. Bildung und Arbeit steht in Luckau-Duben im Vordergrund. Die Gefangenen haben die Möglichkeit zum Nachholen ihrer Schulabschlüsse, können Weiterbildungskurse belegen und sogar Berufsausbildungen zur Fachkraft im Gastgewerbe und zum Gebäudereiniger absolvieren. Wärter und Gefangene eine Zwangsgemeinschaft. Unweigerlich wird man gemeinsam mit den schweren Fällen alt. Im Vordergrund steht Helfen durch Gespräche und Therapien. Doch wie bewahrt man seine Professionalität gegenüber schwersten Gewaltverbrechern und Sexualstraftätern? Dann einfach auch nicht nur das Urteil lesen und so den Teil, der ganz schlimm ist, sondern auch den Teil, den der Betroffene vielleicht in seiner Biografie als schlimm empfunden hat. Denn gerade Sexualstraftäter sind meist ja nicht nur Täter irgendwann mal, sondern waren auch irgendwann über längere Zeitraum Opfer. Und das muss ich einfach berücksichtigen. Ich sage immer so, auch gerade bei den Gewaltstraftätern, wenn ich nichts anderes gelernt habe wie Prügel, dann brauche ich mich dann irgendwann, finde ich das so normal, dass ich auch andere verprügle. Mich wurde auch immer geprügelt, warum nicht andere prügeln? Das ist doch völlig normal. Gewalt ist normal. Irgendwann ist Gewalt normal. Und das halte ich mir immer wieder vor Augen und das sage ich auch, der Sexualstraftäter war irgendwann mal Opfer. Anstaltsleiter Hans-Christian Hoff ist selber Psychologe und arbeitete viele Jahre aktiv mit den Gefangenen. Bildung und Arbeit für ihn ein wichtiger Teil zur Resozialisierung. Wir können den Gefangenen hier Möglichkeiten an die Hand geben, die zum Teil auf den Erwerb einer Ausbildungsmaßnahme, einer abgeschlossenen beruflichen Qualifikation beruhen. Zum anderen bieten wir vielfältige Arbeitsmöglichkeiten an, insbesondere dann, wenn Gefangene, wie zum Beispiel in der Anstaltsküche, schon über einen erlernten Beruf als Koch verfügen. Darüber hinaus, und das ist ein sehr bedeutsamer Teil, ermöglichen wir es den Gefangenen, in ihren Problemthemen, sich mit ihren Problemthemen auseinanderzusetzen, das heißt, gegebenenfalls mit einer Suchtproblematik, mit einer Gewaltproblematik, oder anderweitig. Das geschieht, indem wir beispielsweise Einzelpsychotherapien anbieten, eine Gruppentherapie für Gewaltstraftäter vorhalten oder spezielle Angebote für Gefangene bereitstellen, die Suchterkrankungen aufweisen. Also sofern die Gefangenen sich auf die Maßnahmen einlassen, besteht im weitesten Sinne die Möglichkeit, einmal, dass sie vorzeitig entlassen werden und zum anderen viel bedeutsamer, dass sie wirklich ihren weiteren Lebensweg ohne Straftaten gestalten können. Christina hat sich darauf eingelassen und sich gesagt, ich muss es schaffen. Also ich denke mal, von mir behaupten zu können, ich habe es wirklich geschafft und gut geschafft. Ich hätte mir früher nie vorstellen können, dass ich mal hier drin durchs Haus gehen kann und kann lachen. Aber jetzt kann ich auch lachen. Man findet einfach seinen Weg.